Die macht ja jetzt einen sehr entspannten Eindruck, ne? Ja. Ariba ist jetzt oder wird 3 und Aika ist 1,5. Das ist die Tochter zu Ariba. Ariba und Aika sind Heideterrier. Diese Mischung aus Jagd- und Airedale-Terrier ist als Rasse vom Jagdgebrauchshundverband noch nicht anerkannt. Und trotzdem fehlen diese Hunde auf keiner Drückjagd. Während Nils auf diese Rasse zählt, ist für den Berufsjäger Florian Rahe die Vielfalt das Erfolgsrezept. Deutsch-Drahter, englischer Springer-Spaniel, Heide-Terrier, Westfalen-Terrier, Jack-Russell-Terrier, Kopp-Off-Bracke, alpenländische Dachs-Bracke, von allem etwas. Verschiedene Rassen, die einen jagen ein bisschen kürzer, die anderen ein bisschen weiter, hat so über die Jahre so eine gesunde Mischung ergeben. Parson Russell Terrier Jack ist der älteste von Florians Hunden. Aber auch der erfahrenste. Wenn irgendwo was ist, der findet's noch. So, und heute zuversichtlich? Naja, die Prognosen stehen ja eigentlich ganz gut. Also, so was ich gehört habe. Ja, hab jetzt noch vorher zwischendurch noch mit einer Bekannten aus dem Heideterrier-Verein gesprochen, die hier immer zur Jagd geht, die du ja eben auch schon kennengelernt hast. Die ist hier seit vielen Jahren schon am Durchgehen. Aber die sagte, dass immer so mit, naja, in schlechten Zeiten mit 50 Stück oder auch in besseren Zeiten mal über 100 Stück Wild gerechnet werden kann. Mhm. Also von daher hoffe ich mal, dass wir irgendwie an Wild kommen und im besten Fall auch gut Schweine drin haben. Wir stehen jetzt ungefähr hier an dieser Ecke, an diesem Weg, wo es hier reingeht. Wir fangen jetzt hier erstmal an, mit meinem Rücken, gehen hier auf der linken Seite. Diese große weiße Linie ist die sogenannte Hochspannungstrasse. Orientieren uns hier rechts hoch, gehen oben quer und kommen dann hier wiederum zurück und kommen dann hier zum Auto wieder. Während es für Florian als Berufsjäger Arbeit ist es für Nils Freizeit. Für ihn gibt es nichts Spannenderes, als mit seinen Hunden gemeinsam zu jagen. Man sieht, dass hier kein Hund kopflos davonprescht. Und dann läppeln wir hinten diese Trasse. Wir stellen uns jetzt hier breit auf und marschieren dann lang darunter. Sie haben gelernt, mit der Meute und dem Hundeführer gemeinsam zu jagen. Hund? Ja, das ist Ariba jetzt. Wie weit gehen deine Hunde? Na gut, wenn sie an Wild dran sind. Wenn es krank ist, also wenn sie merken, dass es krank ist, gehen sie auch. Weiß nicht, 1,5, also bis es haben, im besten Fall. Aber sonst so, naja, wenn sie mal drauf sind, 500-600 Meter, vielleicht auch mal 800 Meter. Ja, hopp, hopp. 250, rundweg 200. Jeder Hundeführer hat seinen eigenen Ruf. Komm, Hunde, komm! So können sich die Hunde an ihm orientieren. Jack macht mehr so sein eigenes Ding. Dann bricht Rotwild weg und die ersten Schüsse fallen. In den Brombeeren zeigt sich der Vorteil längerer Läufe. Kleine Hunderassen wie Dackel oder Terrier haben in diesem Gelände kaum eine Chance. Der Hundeführer erkennt den Unterschied zwischen Fährten und Standlaut.
Jack hat Sauen gefunden. Nee, nee, ein Hund. Ja, ja. Hossa! Aber bis Nils da ist, sind die Sauen weg. Einverstanden? Einmal uns folgen! Erst diese Richtung! Auch für die Menschen ist das Gelände nicht ohne. An den Ständen kann schon mancher Anschuss verbrochen und wild geborgen werden. Was ist für Nils der Vorteil der Heideterrier? Naja, einfach dadurch, dass sie ja deutlich hochläufiger sind als ein Yachtterrier. Fox geht eigentlich auch noch, der ist ja auch noch gut stabil in der Beinlänge. Aber ich sag mal so, gerade in diesem Gelände jetzt beispielsweise mit den Brombeeren und so weiter, da ist es halt natürlich gut, wenn der Hund sich aussuchen kann, wo er langläuft. Ne? Also ob er jetzt durch die Tunnel läuft oder oben drüber. Wobei das natürlich immer gewichtsabhängig ist, sage ich mal. Ne? Das Gelände mit den Brombeeren und Wassergräben verlangt Hund und Mensch einiges ab. Am Wassergraben zeigt sich, dass die Hunde mit dem Hindernis keine Mühe haben. An Sauen können sie viel agiler reagieren als kurzläufige Rassen. Hund mit nach links. Hopp, 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 hopp. Wenn die Hunde wiederum nicht zu groß sind, kann man sie auch noch leicht händeln und über einen Zaun heben. Das erste Treiben ist vorüber. Da bekommt mancher schon schlechte Laune. Keine Giftkuh, hä? Ja, das ist die alte Dame, ne? Die hat das Sagen. Eika ist erst 1,5 Jahre alt, überragt ihre Mutter aber deutlich. Was wiegt sie? Oh. Also nicht ganz 30, 29,3 oder sowas. Eine schöne Wucht, ne? Alle Hunde wieder da? Hunde sind alle wieder da. Einer fehlt. Aber der ist schon eingesammelt. Okay. Den können wir jetzt gleich nach Straße einsammeln. Und dann haben wir noch einen Gasthund. Den tauschen wir gleich am Sammelplatz. Yeah. Die Besitzer wissen auch schon Bescheid. Und dann können wir wohlverdient zur Mittagspause gehen. Aber war wenig Witterung jetzt, ne? Es war diesmal wieder wenig. Bin mal gespannt, woran es liegt. Wir haben auch wenig gesehen. Nur ein paar einzelne Dicke. Mal sehen, was die anderen sagen. Heißt nicht, weil bei uns nichts los war, dass bei den anderen vielleicht nicht was los war. Ja. Und wollen die Hunde noch nach so einer Mittagspause? Bei Eika weiß ich das gerade nicht so richtig. Aber ich denke gleich, wenn das... Hat die Mutter noch mehr Bock als die Tochter? Am Nachmittag ist die Fläche größer. Deswegen sind noch mehr Hundeführer in der Gruppe. Die Straße, wo wir jetzt hier draufstehen, ist unsere hintere Grenze. Mhm. Wir laufen jetzt erstmal wieder Richtung Feld. Mhm. Vorm Feld, am Feldrand drehen wir und kommen links letztendlich wieder zurück. Wir kommen wieder bis hier auf diese Straße zurück. Und dann, je nachdem wie es zeitlich aussieht, drehen wir dann nochmal eine Runde innen drin nochmal. Auch die Hunde müssen sich erstmal kennenlernen. Lass
Berufsjäger Max ist mit seinen beiden Drahthaar dabei. Und am Nachmittag kommen sie dann auch endlich an Sauen. Und ausgerechnet Nils Heideterrier sind nicht mit von der Partie. Meine entziehen sich der Arbeit hier. Mann, du. Oh. Brav. Prima, deine Hunde. Deine Hunde. Wo waren denn jetzt deine Hunde? Wo war denn jetzt der Heideterrier? Ich habe die erste Abmahnung schon losgeschickt. Und es gibt, da gibt heute Abend noch einen. Auf deren Kosten. Arriba! Arriba und Aika konnten nicht kommen. Sie hatten sich in einen anderen Frischling verbissen, der unterdessen verändert ist. Auch die Hunde müssen sich mal abreagieren. Dafür sind sie dann im Alltag schlicht ausgeglichener. Standlaut von Hunden und Sauen überall. Das ist es, was das Blut der Hundeführer in Wallung bringt. Endlich! Je länger der Tag dauert, desto schwieriger wird es, die Beine zu heben. Für Mensch und Tier. Am Ende liegen 52 Stück Schalenwild auf der Strecke. Für dieses Revier deutlich unter dem Durchschnitt. Hat es sich für Nils trotzdem gelohnt? Ja, also es waren ja Sauen drin. Hast du ja auch eben noch filmen können, wo die durch den Bachlauf da durchgeflitzt sind. Hunde haben gut gearbeitet, also allesamt. Ja, von daher, man kann zufrieden sein. Es war ja wild da. Ja. Das war ja nicht ohne, also von daher schwieriges Gelände. Ich weiß jetzt, dass ich auf jeden Fall noch mal wieder ein bisschen mehr mich bewegen muss vorher. und die Hunde sind auch alle, die kriegen gleich erstmal ihr verdientes Fresschen und dann geht's ab nach Hause. Und vorher erstmal mit dir an Troch. Jack gehört zu den Schlaueren. Er ist als erster am Auto. Arriba ist hier. Wo ist Aika? Die macht noch mal ein bisschen weiter. Hat wohl noch nicht genug gehabt. Hier bleiben. Hier ran. Oh. 260 Meter da. Also geht wahrscheinlich bei den anderen gerade mit. Ja, super. Ich habe einen Bratislava und einen Deutschstichelhaar. Ah, der Bratislava, das ist ein wunderbarer Hund, eine gute Nase. Und ja, ist einfach zum Stöbern top. Ergänzen sich sehr gut, die beiden. Das Stichelhaar, der packt natürlich auch mal ein Schwein. Der holt sich auch mal den Frischling und hält ihn. Und ja, wir haben sie einfach beide dabei und haben viel Spaß damit. Das ist es. Ist jetzt 6 Monate. Okay. Also ist noch ein Azubi. Aber kann jetzt natürlich schon mal ein bisschen was lernen. Ne? Wie weit sind jetzt gelaufen? Wir haben ja eben geguckt, Arriba irgendwas so um die 24 Kilometer, ein bisschen drüber, glaube ich. Ja. Und Aika war bei knapp 30, 29 sowieso. Mhm. Du, die einen jagen ein bisschen weiter, die anderen jagen ein bisschen kürzer. Die einen sind Arschlöcher, die hauen ab und die anderen sind Kameraden und jagen mit mir. So ist das halt im Leben, ne? Es gibt immer welche, die besser sind und es gibt welche, die schlechter sind.
Was macht der Heideterrier für dich? Der Heideterrier, das ist manchmal ein Drecksack, der ist noch relativ jung, der haut immer schön ab. Und gut, er muss seine Erfahrung noch sammeln. Manche lernen es nach 2 Jahren, manche erst nach 3 Jahren. Mal gucken, wie er sich entwickelt. Ja. Aber für dich der richtige Mix ist mehrere Hunde? Mehrere Hunde, unterschiedliche Rassen. Ne? Also ich bin jetzt nicht rassefanatisch, einfach kunterbunt, querbeet, um zu gucken, manche kürzer jagen, manche weiter jagen. Ne? Andere sind ein bisschen schärfer, andere sind halt nicht so scharf, stellen eher. Und das gesunde Mix ist eigentlich das Beste. Das kann man für das ganze Leben gelten lassen. Der gesunde Mix ist fast immer das Beste.